Und da können wir eigentlich auch ganz gut nochmal anschließen, denn jetzt kommt noch zu uns, ja, der Dr. Gerald Hüther. Wir hatten heute schon mal einen Hüther, aber keine Sorge, sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert, denn Gerald Hüther ist Neurobiologe und Autor. Und Gerald Hüther hat angefangen, ja, am Gehirn zu forschen, darf man so sagen, also wirklich an den kleinsten, ja, Synapsen, wie das alles funktionieren soll, und immer weitergemacht, aber irgendwann tatsächlich festgestellt, dass die Mehrzahl der psychischen Störungen gar nicht von innen kommt, sondern von außen. So, und dann hat sich Gerald Hüther auf den Weg gemacht, uns diese ganzen schwierigen und komplexen Zusammenhänge zu erklären und uns auch Lösungen dafür anzubieten. Und das klingt ja gerade so, als wenn wir das im Augenblick sehr gut gebrauchen könnten, ne? Denn wir brauchen Wege aus dieser Krise, wir brauchen Wege auch in eine stärkere Zukunft. Und herzlich willkommen, Dr. Hüther, und in Ihren Büchern, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, hoffentlich liege ich da richtig, in Ihren Büchern schreiben Sie ja von Angst und Liebe, sagen wir es mal so, also Angst so ein bisschen als Hintergrundrauschen der Pandemie und fehlende Liebe als Grund für viele seelische Leiden. Also ist es wirklich so, dass wir in Deutschland eine kollektive Angst, eine gesellschaftliche Angst feststellen konnten vor Corona? Können Sie das bestätigen? Ja, zunächst erstmal schon genannt. Und das, was Sie eben oder was wir eben besprochen und gehört haben, das lief ja darauf hinaus, es wäre gut, wenn Menschen miteinander reden. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich überspitze das natürlich manchmal ein bisschen, aber viele schwere psychische Erkrankungen wären wahrscheinlich nicht zustande gekommen, wenn mal irgendwann jemand da gewesen wäre, der mit diesen Menschen geredet hätte, oftmals schon in der Kindheit. Und dann könnten wir uns, wenn das wieder etwas besser wäre, dass Menschen wirklich aufeinander achten und auch spüren, wenn es irgendjemandem nicht gut geht, und sich dann ein bisschen darum kümmern, dass es dem wieder besser geht, könnten wir uns sehr, sehr viel Geld in unserem Gesundheitswesen ersparen. So, nun muss man das, was wir damit reden, bezeichnen, muss man nicht gleich als Liebe bezeichnen. Ich bin Hirnforscher, ich bin kein Esoteriker und ich weiß, wie plattgelatscht der Begriff Liebe ist, sodass uns meistens gar nicht mehr richtig klar ist, was darunter zu verstehen ist. Also nur um es mal aus meiner Sicht zu schildern, Liebe nennt man die schönste Beziehung, die es überhaupt gibt, die man zu einem anderen Lebewesen oder einem anderen Menschen aufbauen kann. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass jeder dem anderen das Gefühl vermittelt, dass er unverbrüchlich mit dem anderen verbunden ist. Das ist der eine Teil. Aber gleichzeitig auch spürt, dass der andere alles dafür tut, dass er in seine eigene Autonomie, in seine eigene Freiheit kommt. Und wenn so etwas mal geschieht, dann darf man das Liebe nennen. Alles andere ist wahrscheinlich was anderes. Darüber will ich mich jetzt aber nicht länger auslassen. Aber wenn wir jetzt uns das Thema Angst anschauen, ich bin ja Hirnforscher, ich mache es mir einfach ganz leicht und sage, das Hirn versucht ständig einen Zustand aufrechtzuerhalten, wo das, was da oben passiert, alles möglichst gut zusammenpasst. Also wenn uns irgendwas begegnet, wo wir nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen können. Und das war ja die Anfangsphase der Pandemie. Es passiert was, was nicht zu dem passt, was wir uns so vorstellen und wie es sein soll. Und dann kommt es im Hirn durcheinander. Also Nervenzellen fangen an, durcheinander zu feuern, weil es gibt jetzt kein handlungsleitendes Muster, was ich abrufen kann. Und diese Erregung, diese Übererregung oder dieses Durcheinander, wir nennen das Inkohärenz, die breitet sich dann im Hirn aus und erreicht dann auch die Bereiche, die für die körperliche Regulation zuständig sind. Und dann spürt man es am ganzen Körper und dann weiß man, jetzt ist aber höchste Zeit, dass ich irgendwas mache. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Und dann suchen wir uns ganz schnell irgendwelche Hilfe. Und jetzt kommt das, was wir im vorangegangenen Beitrag gehört haben. Jetzt haben die Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht und deshalb suchen die jetzt unterschiedliche Hilfestellungen oder Lösungen, um aus dieser Angst wieder rauszufinden. In unserer Gesellschaft, das ist jetzt vielleicht schon die erste große Gesellschaftskritik, neigen Menschen dazu, dass wenn sie verunsichert sind, sie Kontrolle wiedererlangen wollen. Wir wollen alles unter Kontrolle haben.
Wir wollen bestimmen, wo es lang geht. Wir wollen keine Unsicherheiten. Wir versichern uns gegen alles Mögliche. Wir bauen an den unmöglichsten Stellen Geländer an und reden uns gegenseitig ein. Es sei also ganz wichtig, dass dieses und jenes noch gemacht werden soll, damit es endlich sicherer wird. Und das Ergebnis davon ist eine Gesellschaft, wo die Menschen eigentlich mit Unsicherheiten nicht mehr umgehen können. Also die Erwartung ist, da muss jetzt was Sicheres kommen. Als die Pandemie losging, habe ich gemerkt oder gespürt, man hat ja so Intuition, ne? Als Hirnforscher auch. Und ich habe gemerkt, das eigentliche wirkliche Problem, was wir jetzt haben, ist nicht die Pandemie, sondern die Angst. Und deshalb habe ich ein Buch geschrieben über diese Angst, um nochmal deutlich zu machen, wie die Angst in uns wirkt, wie sie sich auch gesellschaftlich ausbreitet, dass man sie auch schüren kann. Und welche Wege es aus dieser Angst gibt. Und das Buch heißt ja Wege aus der Angst. Und der Untertitel heißt Über die Kunst, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens umgehen zu lernen. Also da ahnen Sie schon, wo es lang geht. Also wir bräuchten eigentlich alle etwas mehr Gelassenheit und auch die Fähigkeit, schwierige Situationen wie diese Corona-Situation so zu meistern, dass wir nicht gleich den Kopf verlieren. Weil in diesem Zustand, wo da oben alles durcheinander ist, kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und Ihre Frage hieß ja, haben die Leute jetzt alle Angst? Ja, wenn einer irgendeine Lösung gefunden hat, sei es jetzt, dass er sagt, oh Gott sei Dank, dass wir so eine tolle Regierung haben, die uns jetzt sagt, was wir machen sollen und dass die Virologen jeden Abend kommen und uns die sagen, was gemacht werden muss, dann geht die Angst weg, weil dann klappt er das ja, dann hat er eine Lösung. Und wenn einer aber die Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, dass er sich eigentlich nie so richtig auf Autoritäten und Expertenmeinungen verlassen konnte, zum Teil ja auch durchaus berechtigt, wenn man sich bestimmte Politiker anschaut, was die schon alles so von sich gegeben haben, dann gibt es eben auch Menschen, die sagen, nee, also das glaube ich nicht, also so will ich das nicht. Und die brauchen aber auch eine Lösung. Und dann ist es eben durchaus, sind einige dabei, die dann eben sagen, okay, das ist hier eine Verschwörung, hier ist irgendwie, man steckt dahinter und dann haben wir eben schon gehört, dann hat man einen Feind und der stiftet im Hirn auch wieder Kohärenz. Dann passt es wieder, ist die Angst weg, ich weiß jetzt, was ich machen soll. Entweder ist jetzt die Maske auf oder ich erzähle allen, dass das eine Verschwörung ist. Und das ist fatal, das ist uns hier passiert in dieser Pandemie und das hätte uns niemals passieren dürfen. Weil wir ja weder dieses eine noch das andere extrem gut gebrauchen können. Das ist beides angstgetrieben. Wir hätten Menschen haben müssen mit klarem Kopf, die fragen, okay, was ist los? Was können wir tun? Was für Erfahrungen haben wir mit ähnlichen Erkrankungen oder Epidemien schon gemacht? Und dann merkt man plötzlich, da ist einiges schiefgelaufen. Also, was wäre denn besser gewesen, dann zu tun? Denn wir haben vorhin schon auch vom Psychologen Herrn Grünewald gehört, die Menschen haben geputzt und das ist ja auch gar nichts Verwerfliches, denn dann konnte man was tun und man war ja sowieso zu Hause, dann war die Wohnung wenigstens ordentlich. Wir haben ganz viel Balkonpflanzen eingesetzt, das sah wenigstens schön aus, wenn man schon daheim war. Aber was wäre denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie sagen, das haben wir falsch gemacht, was hätte die Regierung oder jeder Einzelne eigentlich anders machen sollen, so rückblickend? Ja, vielleicht auf den Einzelnen kommen wir gleich noch, aber die Einzelne ist ja eingebettet in diese Welt. Also es ist ziemlich schwer, sich in dieser Situation dann als Einzelner zu behaupten und einen klaren Kopf zu behalten, wenn ringsrum alles sozusagen drunter und drüber geht. Das Erste, was nicht hätte passieren dürfen und was hoffentlich in Zukunft auch nicht wieder passiert, ist, dass die Medien Angst schüren. Das ist, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber diejenigen, die die ganze Corona-Problematik so richtig hochgepusht haben und damit auch die Politiker unter Zugzwang gesetzt haben, waren nicht die Bürger, sondern das waren die von den Medienberichten aus China und dann aus Bergamo in furchtbare Angst versetzten Bürger, die dann von den Politikern irgendwelche Maßnahmen verlangt haben. Der zweite Fehler ist, wenn ich Politiker bin, ist es, aber die waren alle in Hektik. Ich kann es auch verstehen, dass sie es nicht gemacht haben. Aber es ist dann nicht so gut, wenn man dann nur eine bestimmte Expertengruppe fragt. Also das ist ja klar, es war eine Virusepidemie. Dann haben sie gesagt, da müssen die Virologen ja Bescheid wissen. Und fortan wurden wir nur noch mit den Erkenntnissen der Virologen vertraut gemacht. Aber es gibt auch Psychoneuroimmunologen, die sagen ihnen klipp und klar, das Schlimmste, was sie machen können, wenn sie sich vor einer Erkrankung schützen wollen, ist, dass sie
also wenn sie eine Erkrankung nicht kriegen wollen, das ist, dass sie Angst schüren. Also Angst macht ihr ganzes Immunsystem kaputt. Je mehr Angst die Leute haben, desto anfälliger werden. Das wissen wir aber doch alle. Angst und Hilflosigkeit erzeugt einen Zustand, wo so viel Cortisol ausgeschüttet wird, dass am Ende das ganze Immunsystem runterfährt. Also wird auf diese Weise durch das Schüren von Angst letztlich die Abwehrkraft des Menschen dann auch noch untergraben. Das war nicht so günstig. Man hätte auch sagen können, okay, dann fragen wir nicht nur die Virologen und zeigen die dauernd im Fernsehen vor und die Leiter der Intensivstationen, sondern wir gehen wirklich mal ein bisschen breiter und gucken mal, wer da noch alles was eventuell dazu zu sagen hat. Das ist leider nicht passiert und dadurch ist ein undifferenziertes Meinungsbild entstanden mit dem Ergebnis, dass wir jetzt ein Problem haben. So, und jetzt kommen wir zu der, das haben wir jetzt die ganze Zeit behandelt, das ist auch okay. Jetzt sind wir aber da reingeschlittert und jetzt wollen wir uns ja darüber unterhalten, wie kommen wir da wieder raus? So, und da kann man nur sagen, wir kämen da schon relativ schnell wieder raus, wenn die einzelnen Menschen, die jetzt in ihrer Angst entweder die eine oder die andere Lösung als die richtige und allein selig machende Lösung betrachten würden, wenn die etwas mehr Gelassenheit hätten, wenn die also bereit wären, sich auch auf etwas anderes einzulassen, auch auf eine andere Meinung, dann mal mit dem anderen zu reden darüber, dann kann man sich annähern. Haben wir alles gesagt. Die Voraussetzung dafür, dass man sich aber aus dieser Angst befreit, die hat einen einfachen Namen und der heißt Vertrauen. Es gibt drei Vertrauensressourcen, die in unserem Land schon vor Corona furchtbar unterminiert gewesen sind. Ich nenne sie einfach mal nur, damit wir uns alle klar werden, was da vorher schon alles schiefgegangen ist und warum dann plötzlich diese Angst sich so ausgebreitet hat und dann diese Maßnahmen auch so in dieser Weise vorangetrieben worden sind. Die erste Vertrauensressource gegen die Angst heißt Vertrauen, dass ich selbst gewisse Kompetenzen habe. Also zum Beispiel Gesundheitskompetenzen. Dass ich weiß, wenn irgendwas passiert, was ich da zu tun habe. Das gilt für alle anderen Bereiche im Leben auch. Jetzt haben wir aber eine Dienstleistungsgesellschaft, in der den Menschen alle eigenen Handlungen und Verantwortlichkeiten abgenommen werden. Also ich übertreibe es mal ganz heftig, aber es gibt inzwischen 30-jährige Leute, die gehen zu jemand, der ihnen die Fußnägel schneidet. Das ist kein Wunder, dass sie das mit 40 dann gar nicht mehr können und dass sie in Angst und Panik kommen, wenn ihr Fußnagelbeschneider nicht mehr kann. Das heißt, es ist nicht gut, eine Dienstleistungsgesellschaft so aufzubauen, dass die Menschen ihre eigenen Kompetenzen verlieren. Es gibt Menschen, die kommen mit einem verstopften Abfluss nicht mehr zurecht und geraten in Angst und Panik. Es gibt Leute, die keinen Nagel mehr in die Wand kriegen und ich will das jetzt nicht länger ausdehnen, aber sie ahnen schon, wo es lang geht. Also dieses Vertrauen in eigene Kompetenzen ist in unserer Gesellschaft weitgehend unterminiert worden. Und zwar schon in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Aber da muss ich gleich nochmal anschließen. Bedeutet das im Umkehrschluss eigentlich auch, wir müssten uns selber wieder vertrauen? Denn eine Frage, die für mich sehr selten gestellt wird, persönlich ist, ab wann sind wir an einem Punkt, in dem jeder selber entscheiden darf, lasse ich mich impfen oder gehe ich das Risiko ein? Weil immer noch haben wir ja eine Vorgabe. Und wir orientieren uns immer noch in der Gesellschaft an Inzidenzen, an Klinikauslastungen. Also würden Sie sagen, wir müssen auch den Menschen an sich vertrauen, dass jeder weiß, was das Beste für ihn ist. Wir schreiben zwar Helme und Anschnallpflicht vor, hier gibt es die Impfung, man hat die Möglichkeit. Ja, jetzt haben Sie die zweite Vertrauensressource genannt. Wenn ich alleine mit meiner bescheidenen Kompetenz nicht weiterkomme, dann habe ich hoffentlich irgendwie ein paar Freunde oder verlässliche Menschen, zu denen ich gehen kann und die ich fragen kann, dass sie mir helfen. Das nennt man im Englischen Psychosocial Support. Also das Vertrauen, dass wenn es alleine nicht mehr weitergeht, wir es gemeinsam schaffen. Wunderbar. Aber auch hier ist das nicht erst seit Corona so, dass das Vertrauen, dass man gemeinsam etwas schafft, unterminiert wird und zwar zwangsläufig in einer Gesellschaft, in der Wettbewerb gang und gäbe ist, in der wir uns gegenseitig umherhetzen, in der wir auch versuchen, uns gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Also dieses schöne Vertrauen, das Menschen eigentlich als wertvolles Gut zueinander aufbauen, ist, die Psychologen nennen das, erodiert.
Auch das macht uns anfälliger für die Angst. Und dann gibt es noch eine dritte Vertrauensressource und die heißt, die ist ganz schwierig, aber die ist uns eben auch so ziemlich gänzlich abhanden gekommen. Das ist, ich nenne es immer gerne, das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Früher hat man das Kopfvertrauen genannt. Wir haben nichts mehr, woran wir glauben. Wir haben nichts mehr, worauf wir uns beziehen. Da muss immer dann der wirtschaftliche Wiederaufschwung dann hergeholt werden, weil das ist so ziemlich das Einzige, an dem wir uns orientieren, wie die Wirtschaft läuft. Aber das ist natürlich schwierig, wenn es darum geht, die Angst durch Vertrauen zu überwinden, nämlich durch dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Ich nenne mal ein Beispiel, weil das ist ja vielleicht auch für die, die uns zuhören, ganz interessant, wie dieses Vertrauen wächst. Es hört sich ganz komisch an, aber unsere Volksmärchen, also Hänsel und Gretel und wie sie alle so heißen, die haben die Menschen den Kindern nicht ohne Grund erzählt, sondern das sind alles Geschichten, wo es am Anfang alles okay ist und dann passiert was Furchtbares. Und durch einen glücklichen Zufall oder irgendwie eine gute Fügung oder weil die auch ganz schlau waren, kommen die wieder raus und alles ist wieder gut. So endet dann jedes Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch so. Das ist, die Märchengeschichten mögen ein bisschen für heutige Begrifflichkeiten und Vorstellungen dramatisch sein. Und was da aber dahinter steckt, ist die Geschichte. Dass ein Kind durch solche Geschichten diese Erfahrung macht und verankert, dass es Probleme im Leben gibt, aber das wird auch wieder gut. So. Das ist auch noch abhanden gekommen. Und damit ist es kein Wunder, dass auf einmal so viele verängstigte Menschen herumjagen, die dann auch nicht wissen, was sie machen sollen und die darauf warten, dass ihnen irgendjemand sagt, was sie tun sollen oder die sich selbst irgendwelche Theorien zusammenreimen, wer dann nun dran schuld ist und wer das Ganze gemacht hat. Ja, hätten Sie denn einen Tipp, das würde mich persönlich auch interessieren, wie man so ein Vertrauen eigentlich wieder herstellen kann? Also das Gottvertrauen ist finde ich, ein tolles Begriff, weil das einfach ein schönes Bild ist. Wie kriegen wir das in der Gesellschaft dahin? Also wie würden wir das wieder hinkriegen? Was wäre denn ein Ziel, wo wir sagen, ja die klappen wir schon. Also Gesellschaften ändern sich nicht dadurch, dass sich die Erwachsenen ändern, sondern dass Gesellschaften ändern sich, glaube ich, immer dadurch, dass eine junge Generation heranwächst, die mit anderen Vorstellungen reingeht. Die sind noch nicht so festgefahren, die sind noch offen und deshalb heißt die einzige Antwort, wir müssen endlich ein Bildungssystem schaffen, in dem junge Menschen nicht am Ende dieser Schule null Bock auf Schule haben oder stolz darauf sind, dass sie Abitur mit 0,5 gemacht haben, sondern wir brauchen ein Bildungssystem, wo junge Menschen ins Leben hinausgehen und dieses Vertrauen haben. Das Vertrauen, dass sie was können, das Vertrauen, dass sie, wenn sie es alleine nicht schaffen, mit anderen machen und dass das alles Sinn macht, was sie da treiben. Das wird in der Schule, das kann man auch nicht in einem Lehrfach oder in einem Unterrichtsfach unterrichten. Hier ist die Schule förmlich ein Abbild dieser Defizite, die wir in dieser Gesellschaft alle verzeichnen. Und es gibt Eltern und Familien, die da versuchen, entgegenzuwirken. Und trotzdem stellen die fest, weil sie ihre Kinder ja dann in solche Schulen schicken müssen. Und dort kommen die mit anderen Kindern zusammen, die aus ganz anderen Elternhäusern kommen. Und dann stellen sie fest, man ist fast machtlos gegen diese Art von Erfahrungen, die Kinder machen, die sie in ihrer eigenen Kompetenz untergraben. Also wenn ich immer zu gesagt werde, dass ich dazu noch zu blöd bin und dass ich das und das noch alles machen muss, schwierig. Die untergraben auch diese Fähigkeit, sich dem Leben zu stellen und anzupacken, weil sie sollen immer nur das machen, was ihnen andere sagen. Und wenn sie mal selber was machen wollen, wird gesagt, das ist jetzt nicht Unterricht und das passt jetzt nicht in Lehrplan. Und wenn man die Kinder und Jugendlichen heute fragt, was ist denn überhaupt, gibt es denn irgendwas, woran ihr dann vielleicht auch noch, wo ihr Hoffnung schöpft und wo ihr euren Halt findet in etwas, was über euer eigenes kleines Privatleben hinausgeht, dann findet man nichts. Ich stelle es immer so ein bisschen an der Frage fest, man kann erwachsene Menschen fragen, das ist schon interessant, aber wenn man junge Menschen fragt, gibt es denn irgendwas, was dir so am Herzen liegt, dass du dich auch wirklich darum kümmerst? Leider, muss ich feststellen, sind nur wenige, die wirklich deine Antwort wissen. Die kümmern sich um den nächsten Disco-Besuch, also die kümmern sich um alles Mögliche, aber das sind ja alles Dinge, die sozusagen nur ihr, die alles, alle nur den, das sind Dinge, um die sie sich kümmern, die primär dazu dienen, dass es ihnen gut geht. Und das ist eine egozentrische Gesellschaft geworden. Und in dieser Gesellschaft
Hätte nicht Corona kommen können, da hätte auch etwas anderes kommen können. Das hätte diese Gesellschaft immer auseinandergehauen. Und jetzt die frohe Botschaft, wenn man eine Gemeinschaft hat und das geht bei einer Familie los, geht beim Sportverein weiter, geht auch bei der Kommune, also der Stadt oder dem Dorf weiter, wo man wohnt und am Ende betrifft es das ganze Land und vielleicht irgendwann mal den ganzen Erdball. Wenn man in einer Gemeinschaft zusammenlebt, dann funktioniert das nicht, wenn es nicht etwas gibt, was diese Mitglieder der Gemeinschaft zusammenhält. Und das kann nur ein gemeinsames, Sie haben es vorhin Ziel genannt, aber Ziel ist zu wenig, weil ein Ziel könnte man ja erreichen. Es müsste etwas sein, was allen gleichermaßen am Herzen liegt und wo sie sich miteinander verbinden, um das, was ihnen da wirklich am Herzen liegt, auch tatsächlich umzusetzen. Und jetzt können wir fragen, gibt es in Deutschland irgendetwas, was Impfbefürwortern und Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und Maskenfanatikern gleichermaßen am Herzen liegt? Und dann sage ich Ihnen, es ist nicht die Gesundheit, sondern es ist die Freude am Leben, die Freude am Miteinander. Und das haben wir hier alles ein bisschen in den Hintergrund geschoben und deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir da so ein bisschen versuchen, das wieder zu erwecken. Da gibt es ein relativ einfaches Mittel. Das habe ich, als ich das Corona-Angstbuch fertig hatte, habe ich dann gedacht, so kannst du das auch nicht stehen lassen. Du musst dir auch irgendwas überlegen und den Leuten mitgeben, dass die aus dieser hilflosen Situation dann auch wirklich selber wieder rausfinden. Und da ist ein zweites Buch entstanden, das heißt Lieblosigkeit macht krank. Und die Botschaft heißt, wir könnten uns auch alle gegenseitig einladen und ermutigen und inspirieren, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst, nicht erstmal mit den anderen, aber erstmal mit sich selbst umzugehen. Das wäre schon großer Gewinn. Ich bin ja der Chef von so einer Akademie und wir haben dann so eine Initiative gemacht, die heißt Liebevoll Jetzt, so findet man die auch im Internet. Und das war unglaublich. Wir hatten so viele Zuschaltungen, Zugriffe heißt das ja dann, dass uns diese Seite nach einem Monat wegen Überlastung zusammengebrochen ist und wir die ganz neu aufbauen mussten, sodass sie resistenter ist gegen zu viele, die da drauf wollen. Und was mich das gelehrt hat, ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die eigentlich die bereit sind, über ihr eigenes Leben nochmal nachzudenken und die so einen Weg gehen würden, die aus dem Hamsterrad des Funktionierens heraus wollen und ein Leben so, ihr Leben so gestalten wollen, dass sie wieder Freude dran haben und etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, wäre ein wunderschöner Weg, um erstmal wieder in die eigene Kraft zu kommen. Denn wenn ich liebevoller mit mir umgehe, bin ich wieder in meiner Kraft. Dann habe ich meine Grundbedürfnisse gestellt, dann habe ich anderen was zu verschenken, dann muss ich nicht dauernd irgendwas von anderen kriegen. Dazu gibt es auch eine Frage aus dem Chat, die da direkt anschlägt, nämlich von Hans. Er fragt, wir haben doch das Potenzial zur Bewältigung persönlicher Krisen in uns selbst. Wie kann man in einer Angstsituation wie der Pandemie das herauskitzeln? Und dazu muss man ja sagen, dass, was Sie gerade angesprochen haben, diese sich kümmern oder für etwas sich begeistern, das haben wir natürlich durch die Maßnahmen auch alles unterbunden. Also Kinder aus Vereinen gekickt, Gemeinschaftsgefühl verhindert. Kinder, die jetzt in Bayern zum Beispiel, gibt es einen Zuschuss vom Staat, damit Kinder wieder in Vereine eintreten, damit wieder die finanziellen Mittel auch aufgebracht werden. Also das wurde ja auch extrem unterbunden und jetzt auch wieder schwierig gemacht, da einzusteigen. Trotzdem finde ich die Frage sehr schön hier von Hans. Also wie können wir das in Angstsituationen auch aus uns herauskitzeln? Das hatte ich eben ja schon ein bisschen besprochen. Also Vertrauen stärken in die eigenen Fähigkeiten, in die Möglichkeit, mit anderen gemeinsam doch irgendwas gestalten zu können und auch mal sich zu überlegen, was man überhaupt und wozu man überhaupt auf dieser Erde hier sein möchte. Also das wären schon gute Fragen, aber die kriegt man nicht so ganz leicht. Damit gewinnt man keine Wahlen, wenn man solche Fragen stellt. So, Wahlen ist ein ganz gutes Stichwort, Herr Hüther. Wir haben tatsächlich so ein bisschen Fragen zur politischen Orientierung. Da ist nämlich auch so die Frage, auch von Hans. Also er schreibt, ist das Streben nach Kontrolle der Grund für die hohen Versicherungsabschlüsse der Deutschen und auch ein Grund, sich politisch in eine spezifische Richtung zu orientieren? Und in einer weiteren Frage stellt er halt noch, wird durch die Wahlkampfthemen der Parteien nicht noch diese Krisenrhetorik, diese Angstrhetorik irgendwie verstärkt? Ja, natürlich.
das ist, kann man doch auch ganz klar sich selbst überlegen. Das ist so, natürlich. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob das jetzt irgendjemand verstärkt oder ob man das durch Kontrolle in den Griff kriegt, sondern die entscheidende Frage heißt, wie können wir Menschen, wir Bürger, uns gegenseitig wieder stärken, damit wir nicht so viel Angst haben. Wenn wir nicht so viel Angst hätten, bräuchten wir den ganzen Kram nicht. Also Menschen, die wüssten, wozu sie hier sind und die wüssten, was sie machen und die auch wissen, dass sie Kompetenzen haben und die wissen, dass sie sich auf andere verlassen können, die kommen nicht in diese Angstsituationen. Aber die sind natürlich unbequem, weil die kann man nicht führen. Menschen, die bei sich sind, wie ich das immer so sage, oder die gelernt haben, liebevoll mit sich umzugehen und dabei auch vielleicht so etwas wie eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde herauszubilden, die sind nicht mehr verführbar. Die kann keiner mehr abholen. Die sind auch nicht mehr manipulierbar. Das ist das Problem. Und das kommt mir so ein bisschen schon so vor, und da geht auch eine Frage auch in die Richtung, dass die Religion ja auch so etwas sein kann. Ja, also ein sinnstiftend sein kann oder vielleicht auch früher mal gewesen ist in dieser Gesellschaft. Das ist eine große Erzählung, egal welche Religion, ist eine große Erzählung mit einem übergeordneten Ziel, wie auch immer. Was könnte uns heute helfen? Sie hatten Lebensfreude ja genannt. Gibt es vielleicht noch was anderes? Also ich denke vielleicht auch, wir haben jetzt Fridays for Future zum Beispiel gesehen, diese Klimabewegung. Gibt es da aus Ihrer Sicht noch andere Ziele, für die man sozusagen leben kann? Das mit der Religion ist schon ziemlich gut und das stimmt wahrscheinlich auch, dass Menschen sich in solchen religiösen Bündnissen zusammengeschlossen haben, weil das schon die Angst etwas dämpft. So, aber ich nenne es einfach auch lieber Spiritualität. Und das ist richtig, ja. Wir könnten etwas mehr Spiritualität gebrauchen. Spiritualität in dem Sinne, dass wir uns als lebende Wesen verstehen, die in dieses Ganze eingebettet sind. Kosmisch auf dieser Erde. Wir sind Teil dieses Lebens. Dieses Leben auf dieser Erde hat uns als vernunftbegabte Wesen hervorgebracht. Und wir sind so blöd, dass wir es jetzt in seine Teile zerlegen und nicht in der Lage sind, dieses Leben in seiner ganzen Vielfalt zu beschützen. Da muss man sich auch mal fragen, wie kann einem denn sowas passieren? Kann einem nur passieren, wenn man alle anderen Maßstäbe, die über sein eigenes Wohlbefinden und die Befriedigung seiner fragwürdigen Bedürfnisse hinausgehen, hintanstellt. Herr Professor, Herr Dr. Hüther, Sie haben ganz, ganz viele Menschen hier inspiriert im Chat. Bekommen Sie wirklich ganz, ganz viel Zuspruch und ich glaube, Sie haben hier ganz viele Menschen inspiriert, auch nochmal vielleicht darüber nachzudenken, denn die Pandemie wird uns noch ein Weilchen begleiten. Wir werden hoffentlich mehr Freiheiten haben, sodass wir auch hoffentlich unsere inneren Antrieb und Bestimmung vielleicht auch finden und auch ausleben können und dürfen, weil wir eben nicht mehr zurück in die eigenen vier Wände müssen und nur da sein, obwohl man da bestimmt auch seine eigene Bestimmung in Grenzen dann aber darin folgen kann. An dieser Stelle haben wir das vertieft, was wir vorher schon hatten, nämlich wir müssen miteinander reden und zwar möglichst liebevoll. Ja. Und mit Religion wird uns nicht geholfen sein, solange diese großen Weltreligionen sich alle gegenseitig bekämpfen. Das ist wahr. Das ist wahr. Ganz, ganz wichtiges Schlusswort, sage ich mal an dieser Stelle. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch weiter sprechen können, denn es gibt da ganz viel Tolles, was Sie uns mitgegeben haben. Und deswegen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, für die Inspiration, für die Einblicke. Und hier wird auch im Chat tausend Dank ausgesprochen. Das gebe ich einfach mal so weiter. Vielen Dank. Sehr gerne und vielen Dank, dass Sie mich so haben reden lassen, ohne mit dazwischen zu reden. Das war super. Herzlichen Dank, ganz toll. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Alles Gute. Danke.